sein, das Musikmachen überlasse ich hier lieber anderen. Wie viele Videos habe ich doch in den letzten Tagen und Wochen zugeschickt bekommen und selbst auch aktiv abgerufen. Gesang und Instrumentalmusik, Ukulele und Gitarre, Posaune und Trompete, Geige und Bratsche, Orgel und Klavier, kleine Ensembles, Orchester, Chöre, zusammengefügt mit Hilfe vieler kleiner Videos. Musik, die berührt und begeistert. Musik, die Nahrung gibt für den Alltag. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, hat Jesus gesagt. Das Wort Gottes, das ist auch Musik. Musik ist eine Sprache, in der Gott zu uns redet. Wo immer Menschen ihre Energie, ihre Kreativität, ihre Liebe zur Musik zum Ausdruck bringen, da wird Gottes Sprache hörbar. Gottes Wort kann so Menschen erreichen und Nahrung geben. Darum bin ich so froh über Gottes kraftspendende Gegenwart in der Musik. Und heute möchte ich einmal Danke sagen allen, die mit ihrer Kreativität, ihrer Energie in den letzten Wochen Freude verbreiten, Inspiration, Hoffnung und Zuversicht. Natürlich ist es etwas anderes, in einem Chor oder in einem Orchester zusammenzustehen und gemeinsam zu musizieren. Aber dennoch empfinde ich es so, dass in dieser Zeit, die mit so vielen Begrenzungen zu tun hat, es Weite vermittelt, wenn ich sehe, was möglich ist mit Hilfe der modernen Technik. Wie Menschen diese Möglichkeiten nutzen, um hier und da sich zusammenzutun und zu einem großen Ganzen etwas zusammenzufügen mit vielen einzelnen Beiträgen. Das macht Freude, da lässt es einem das Herz aufgehen. Und so spüre ich Gottes Gegenwart und seine Kraft in der Musik, in der Fantasie, in der Liebe und Hingabe von Menschen. Und darum singe ich: Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik.